Hallo, meine lieben Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Ja, heute mal mit einem ganz besonderen Video, was ihr so in dieser Art eigentlich gar nicht von mir kennt. Ihr kennt das Tauchen im Meer, ihr kennt das Tauchen in Seen, ihr kennt das Tauchen in Höhlen. Aber heute nehme ich euch mit in ein Bergwerk. Der Uwe war nämlich am Wochenende im Bergwerk Felicitas und hat dort einen Kurs gegeben. Und heute mit meinem kleinen Video zeige ich euch mal so, wie es da aussieht. Ich gebe euch so ein paar Eindrücke, ein paar Erklärungen. Und ich hoffe natürlich, dass euch mein Video so ein bisschen gefällt. Und ihr könnt auch gerne, wie immer, natürlich Kommentare dazu abgeben. Viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Wie vor jedem Tauchgang ist es natürlich wichtig, alles korrekt vorzubereiten. Luft füllen, Gase für die Dekompression kontrollieren, analysieren und die Tanks entsprechend markieren. Alles einpacken? Da ist natürlich eine Checkliste immer sinnvoll und von Vorteil. Und wenn alles drin ist, dann geht es los. Wie vorhin schon gesagt, fahren wir heute zum Bergwerk Felicitas. Dieses liegt ungefähr 2 Kilometer entfernt vom Kneippheilbad Bad Fredeburg im Hochsauerlandkreis. Die Schiefergrube Felicitas wurde 1863 eröffnet. Im Jahre 1990 wechselte die Grube ihren Besitzer. Heute ist das Bergwerk Felicitas ein beliebter Treffpunkt für Tauchsportbegeisterte. Jedoch muss man sagen, ist das Tauchen in einer Höhle oder Bergwerk nicht für jedermann geeignet. Denn neben Erfahrung braucht man zum Betauchen noch entsprechende Kurse. Eine Grundvoraussetzung sind die Bergwerkstauchkurse 1 und 2. Bei der Felicitas sollte man zum Beispiel nebenbei noch die Kenntnisse haben in Advanced Nitrox und Dekompressionsverfahren, denn die Tauchgänge in diesem Bergwerk sind so ab 25 Meter bis 45 Meter Tiefe. Hier auf dieser Karte könnt ihr schön das gesamte Bergwerk sehen. Die blau markierten Kästchen sind die Gebäude. Von dort aus geht ein ca. 130 Meter langer Schacht schräg in die Tiefe. Der Schacht endet in einer Tiefe von etwa 25 bis 30 Meter, je nach Wasserstand. Im Sommer ist er ein bisschen weniger und im Winter ist er halt ein bisschen mehr. Die Felicitas hat zwei Sohlen und geht in der zweiten Sohle bis auf eine Tiefe von 46 Meter. Das ist eine Menge. Die Wassertemperatur bei meinem Tauchgang am Wochenende war 8 Grad plus. Ja, dann machen wir uns mal fertig, ziehen uns an, kontrollieren uns gegenseitig natürlich mit Bodycheck, Lightcheck, Bubblecheck und so weiter, gehen unsere Tauchplanung nochmal durch und kraxeln dann gemütlich, bequem hier in unseren Einstiegsschacht, machen unsere Ausrüstung fertig, legen sie an und los geht der Tauchgang. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen der kleinen Videoclipse.
So, ihr Lieben, Tauchgang beendet. An diesem Wochenende, an diesem Sonntag, hatte ich 3 Tauchgänge. Mein letzter Tauchgang war 70 Minuten lang, wobei ich alleine eine Dekompression hatte von knapp 28 Minuten. Und da kommt man dann schon ganz schön geschlaucht dann irgendwo aus dem Wasser raus. Denkt immer dran, 8 Grad ist ja nicht unbedingt die warme Karibik. Aber es war wunderbar, es war ein tolles Erlebnis. Ihr habt so ein paar kleine Eindrücke ja jetzt gesehen vom Bergwerk Felicitas. Und wer da vielleicht Interesse hat, da sich ein bisschen weiterzubilden, der kann sich natürlich sehr, sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich bin also da für alles offen, was Overhead Environment Tauchen angeht. Das heißt also Höhle, Wrack, Bergwerk, alles ist machbar. So, hier nochmal so ein paar kurze Informationen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.